Hi ihr Landran, moin zusammen, hi! Willkommen zu einer neuen Runde hier in Raft, meinem XXL-Bauprojekt. Doch wir befinden uns noch immer, ja gerade neben Tangora, aber eigentlich auf Tangora. Da gehen wir jetzt auch wieder hin. Ich muss mich mal eben ein bisschen stärken. Und ein bisschen leichter machen. Ich habe jetzt nicht alles weggebracht, was ich auf Tasche hatte. Ich hoffe auch, das ist nicht nötig, aber so einiges auf jeden Fall. Und ein paar Sachen auch mitgenommen, nochmal ein bisschen Essen geholt. Was halt so sein muss. So, ich will gucken, dass ich heute schaffe, das richtige Haus zu betreten, um ja die richtige Zipline auch zu erwischen. Oder ich wollte mal gucken, ob sich hier, upsa, hoppala, vielleicht eine Leiter irgendwo befindet, aber ich denke nicht, dass es so ist. Und hier ist auch noch immer irgendwie was, was ich anscheinend reparieren muss, weil hier blitzt es auch immer noch. Ach, nerv nicht. Ich habe keinen Bock, mich jedes Mal mit diesen blöden Viechern zu beschäftigen. Ich will deinen blöden Service nicht. Der tut weh. So, ich hatte auch letztes Mal hier Bilder gekauft, aber eins habe ich verschmäht zurückgelassen und jetzt habe ich es mir anders überlegt und will es doch haben. Das Tittenbild. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. komm, entschuldigt bitte, aber das sind so abstrakte... Ja, ich muss es aufhängen, dann seht ihr es. So, vielleicht muss ich ja hier irgendwo hoch und mich dann sippen? Nee, wohl eher nicht. Ah, jetzt sehe ich auch gar keine Leine mehr. Hier muss es da noch eine geben. Also ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwo hin. In diese Mitte. Ich guck mal von der anderen Seite. Also ich hätte schwören können, letztes Mal hätte ich welche gesehen. Und jetzt, da, da ist eine. Eine einzige. Da hinten, das Gebäude muss es sein. Wie es aussieht. Oder geht das daran vorbei? Moment mal, das muss ich mir mal genauer angucken. Ach du liebe Zeit, jetzt muss ich mich hin und her sippen oder was? Ach, diese Viecher nerven ja auch. Ich schätze, ich muss hier, von da. Aber irgendwo war noch diese fette Ratte, ne? Hoppala. Also ich kriege es nicht. Warte mal. Wieder hoch. Du nervst voll. Och. Mensch. So. Ist da eine Plattform, wo ich drauf komme? Mich dann da rüber sippen kann? Aber dann habe ich doch da gar nichts zum Abspringen, wirklich. Dann falle ich doch da runter. Also so kann es doch nicht gehen. Und dann komme ich auch wieder aufs falsche Gebäude. Schitte. Ich muss also da oben irgendwo hin. Aber ich darf mich von den ganzen anderen Zipplinen nicht verwirren lassen, glaube ich. Ah. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Kein Bock drauf. Ob das die 6 ist, komme ich hier rein? Ich komme ja auch irgendwie nicht überall rein, ne? Oder habe ich einfach noch nicht einfach jeden Eingang gefunden? Ach, ich ahne schon, es wird heute ein Riesensucher, eine Riesensucherei werden. Ne, da komme ich ja her. Hier komme ich nicht rein. Ja, da war ja noch ein Gebäude, wo ich auch nicht reinkomme. Stimmt, das war ja auch noch. Ach, nee, nur Probleme. Kam ich denn hier irgendwo rein? Aber ins falsche Gebäude. Genau, das war das Gebäude, wo ich eigentlich rein will, aber nicht reinkomme. Und der sagt mir... In der Plantation Area soll ich einen Aufzug nehmen, um dann da hinzukommen. Aber wo ist denn die?
Wo ist die? Das ist doch da gewesen, meine ich, wo auch die Treppe war, die mich hier hochgeführt hat, oder? Ach, du, hau ab. Partisan. Main. Hatte ich nicht irgendwo auch noch was gesehen oder vertue ich mich hier? Ach, das ist doch blöd. Ich will wissen, wo das ist, ey. Und warum kann ich nicht Auto fahren? Ich will. Drecksvieh. Irgendwo war doch hier die Treppe. Und ich glaube, das war auch. Oder irre ich mich? Ach, Herr Jemine. Ich versuch's mal über die Kisten. Vielleicht komme ich auf den Balkon. Ja, aber das war's auch. Toll. Es hat jetzt echt gebracht. Lass mich da rein. Mann. Ja, aber über die Chipkarten war ich doch jetzt auch echt überall drin, oder nicht? Oder ist irgendwo was offen? Habe ich hier irgendwo eine offene Tür, wo ich reinklettern muss? Ich muss auch mal auf sowas achten, vielleicht. Leute, ich brauche echt eure Hilfe, glaube ich. Ich gehe nochmal hier rein und guck mal, was da oben. Vielleicht ist da ein Balkon, wo ich nochmal hoch kann oder so. Und irgendwo war auch diese dicke, fette Ratte. So, hier ist ein Balkon. Aber der bringt mir, glaube ich, nicht viel, oder? Weil da komme ich ja auch über diese Tür hin. So, und der bringt mir auch nicht viel mehr. Vielleicht eine bessere Aussicht. Nee, auch vor allem nicht bei diesem schlechten Licht gerade. Ja, das ist alles das falsche Gebäude. Plantation Area. Warte mal, da ist die Treppe. Und das ist das Haus, in dem war ich ja gerade schon da, verdammt. Also dann ist das das Haus, in das ich nicht hinein kann, oder sehe ich das richtig jetzt? Da will ich rein. Komme ich aber nicht. Das doch. Ich übersehe wieder irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit übersehe ich wieder. Ich denn da überhaupt hoch? Ach du liebe Zeit. Naja, mal gucken, vielleicht habe ich hier noch irgendwas vergessen. Irgendwelche Münzen, Verkaufsautomaten, Münzen oder so. Da hinten ist was offen. Komme ich da rein? War ich da drin? Oder ist das einfach nur. Nee. Ist nicht die andere Seite. Was ist da Schönes? Ach so, das ist nur. Tja. Okay, das hat nicht gebracht. Höchstens die Erkenntnis, dass wir immer noch nicht weiter sind. Ach, shit. Ach Mist, jetzt habe ich auch noch abgeworfen. Ja, das könnte mir jetzt im Moment ein bisschen öfter passieren. Ich habe hier nicht meine Tastatur. Die habe ich leider geschrottet. Mir ist Cola drüber geflogen. Ja, wann trinke ich mal Cola? Wirklich nicht oft. Und dann trinke ich mal eine Cola und dann fliegt die mir um und schrottet meine Tastatur. Ja, sie klappt noch, aber nicht mehr alle Tasten und das geht ja so gar nicht halt, ne? Und, ja, jetzt warten wir bis Ende des Monats, bestellen uns eine neue und benutzen so lange die von meinem Liebsten, von meinem Freund. Ach, Menno! Kann ich nicht mal hier, wie geht denn hier mit Touristen um? Ich wollte hier die Statue lesen. Boah, ist ja schnell. Hallo?
will deine blöde Festplatte nicht haben. So, ja, herrlich. Jetzt haben wir dunkel. Also das ist hier das Ding, wo ich nicht reinkomme, aber rein muss, oder? Ja, mal hier durch. Let me help you. Hau bloß ab. Fahren wir mal hier hoch. Und wo ist das Gebäude mit der fetten Ratte? Hier, da sind sie, die abstrakten Möpse. Mal ernsthaft. Ich meine, was könnte es sonst sein? Ein verkacktes Yin und Yang? Ich weiß es nicht. So, das hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Hier ist Seife. Ach, Menno. Oh, Schubladen. Der hätte ich wohl übersehen. Blöden Rüben. So, ich habe hier auch keinen besseren Ausblick. Hier ist noch ein Balkon. Plastik. Und Brettern. Oh! Oh! Aufpassen, nicht, dass hier diese Ratte ist. Hey, cool! Okay. Das ist das Ding, wo ich hin muss. Aber wie soll ich denn da bitte hinkommen? Oder kann ich das auch von hier irgendwie? Aber da komme ich ja auch nicht so einfach hin. Moment mal. Ah. Yay, Schrott. Schrott ist gut. Also, hier haben wir den Kollegen. Der bringt mich nach da. Da stürze ich ab. Super. Da stürze ich bestimmt ab. Und überhaupt, von da aus komme ich ja auch gar nicht weiter, oder? Das ist bestimmt ein Trick. Ach, du liebe Zeit. Jetzt komm. Puh. Ich habe immer Angst, dass hier irgendwo diese fette Ratte lauert, die wir gesehen haben. Wo ist die denn? Ist sie da hinten? Auf einem der Dächer? Wenn ich da jetzt rüberschwinke, dann stürze ich doch sowas von nach unten ab. Ich trau mir nicht. Das bringt mir doch nichts. Wie soll ich denn das machen? Kann ich hier nichts bewegen oder so? Nee. Ach, du liebes bisschen, echt. Ja, aber jetzt hängen wir auch hier fest, ne? Was sollen wir jetzt tun? Kann ich mich hier drauf drehen? Nee. Ich dachte, ich drehe jetzt hier durch. Wo ist die fette Ratte? Und wie komme ich hier wieder weg? Scheiße. Ja, jetzt hänge ich hier aber auch wirklich feste, ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr. Jetzt muss ich es tun. Ob ich will oder nicht. Aber ich werde sowas von niederkrachen. Das geht nie im Leben gut. Und tschüss. Oh Gott, scheiße. Jetzt hänge ich hier am seidenen Faden mit meinem Leben. Du Arsch. Ja, toll, auch noch daneben. Genau, dass sich gefälligst treffen. Nein, bleib stehen. Ich muss irgendwo meinen Ärger rauslassen. Jetzt bleibst du stehen. Echt? Kriegst du hier so ein Turbo? So. Ja, das ist doch Kacke. Da hängt sie nur.
Und jetzt? Wundert mich, dass ich überhaupt bewegen kann hier und ohne abzustürzen. Oh. Wie lange kann ich die Nummer durchziehen? Nicht sehr lange, oder? Nein! Aber ich habe mich nicht verletzt. Hey, cool. Gib mir meine Pfeile wieder, du Schmock. Und überhaupt. So, voll durch den durch. Ja, das war ein Reinfall. Das war auf jeden Fall ein Reinfall. Das ist doch eine Finte hier, ehrlich. Dreck. Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, diese ganzen Leinen, die führen alle irgendwie nur an so blöde Stellen. Ich gehe mal in ein anderes Haus und guck mal, ob da irgendwie noch eine Line ist. Eine Line. Eine Zipline. Gott. Machen wir erstmal in die Elf. Muss doch einen Weg dahin geben. Ich echt. Ich breche hier gleich ins Essen. Sorry. Und überhaupt, wo ist diese fette olle Ratte hin? Hier war doch so eine gigantische Ratte irgendwo gewesen. So, gucken wir uns mal da an. Da habe ich wenigstens eine Plattform. Also müsste ich theoretisch... Ah, guck mal, da ist auch ein... Aha. Was ist das denn für ein Gebäude? Guck mal, da ist auch eine Tür offen. Und von da könnte ich nach dort... Tja, aber dann war das auch, oder? Das ist doch zum Verzweifeln. Also ich habe das Gefühl, diese ganzen Seile machen alle überhaupt gar keinen richtigen Sinn. Wie komme ich denn dahin, wo das Seil ist, damit ich dahin komme? Das ist hier die große Frage. Any Tipps? Also ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Ich meine, ja, ist jetzt kein Livestream. Ihr könnt mir jetzt natürlich nicht sofort antworten. Aber es wäre cool, wenn ihr mir irgendwas in die Kommentare schreibt, was mir hilft fürs nächste Mal. Weil ich weiß ja echt nicht weiter, Leute. Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Runde. Aber irgendwie, also wenn, dann ist es mehr Glück als Können. Gott. Boah, Gänsehaut. Ja, das ist diese fette Ratte, die hier irgendwo ist. Das ist bestimmt das Haus, wo die ist, oder? Die ist bestimmt hier irgendwo. Mal, da ist eine Scheibe eingeschlagen. Und ich habe ja gedacht, wenigstens das hilft uns irgendwie weiter. Oh, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht das Falsche erwische. Oh, vielleicht hilft uns das ja auch weiter. Das sieht aber nicht danach aus, oder? Oh Gott. Nein! Oh, fuck. Ach du Scheiße. Na komm. Lass es krachen, Baby. Sowas Cooles, ey. Aha. Ach so, ja, der war ja noch oben, natürlich. Ja. Naja, wenigstens sind wir direkt am richtigen Haus wieder abgestürzt. Das ist da auch schon mal was. Okay, also das versuchen wir jetzt nochmal. Ich muss diese zerbrochene Scheibe nochmal finden und mich da nochmal elegant durchquetschen. Ich denke mal, das wird nicht umsonst da sein. Wo waren das jetzt? War das hier? Oder war das der andere Raum?
Natürlich war es der andere. Wie auch sonst. So. Also. Oh, diese Tastatur macht mich wahnsinnig. Ja, ich habe so eine Ami-Tastatur, ja. Die hat mich am Anfang auch wahnsinnig gemacht, aber ich habe mich an die gewöhnt. Und jetzt macht mich die deutsche Tastatur wahnsinnig. Es ist echt zum Kotzen. So. Jetzt bitte ein bisschen mehr Eleganz, liebe Natzen. Nein! Wieso kriege ich denn da den Sprung nicht? Mami! Wieso kriege ich den Sprung denn auf diese Ebene da nicht hin? Auf ein neues. Der Hausmeister muss auch denken, ich verarsche ihn. Ah, ich krieg den Sprung da echt nicht auf die Reihe. Was ist denn da los? Das ist echt, als würde mich da irgendwas blockieren. Warte mal. Das ist doch scheiße. Aber aus der Höhe runterzufallen und nicht mal die Hälfte an Leben zu verlieren, ist natürlich auch eine Kunst, ne? Also jeder seine Superkraft. So, jetzt aber hier, komm. Auf ein neues. Soll ich den Fahrstuhl schon mal runterschicken? Was meint ihr? Kann man gar nicht, ne? So, komm jetzt. Ich spring einfach nicht. Okay, jetzt sollte ich nicht nochmal abstürzen, sonst bin ich tot. Aber warum springe ich denn da nicht? Ich springe und trotzdem springt der nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Wenn ich jetzt nochmal abstürze, bin ich im Eimer, ne? Also, soll ich noch ein bisschen warten vielleicht? Bis mein Leben wieder ein bisschen generiert ist. Ich hätte das richtige Essen mitnehmen sollen. Es gibt so Essen, das sorgt für mehr Leben. Aber ich heile eigentlich ganz gut gerade schon. Aber kann auch nicht sein, dass ich an der Stelle nicht richtig springen kann jetzt. Also, das führt doch irgendwo hin da. Und so unfähig bin ich nicht, dass ich nicht hinkriege, da auf die richtige Taste zu drücken. Also die Leertaste ist an der gleichen Stelle wie bei meiner Tastatur. Das ist echt nicht so schwer. So, und ich springe hier wunderbar. Und hier springe ich auch. Was zum Henker? Da ist die Giga-Ratte. Oh, ich habe es geschafft. Aber die macht mich jetzt mit Sicherheit kalt. Okay, vielleicht kann die nicht springen. Juhu, sie kann nicht springen. Ah, die ist, glaube ich, gar nicht so... Oder? Die kam mir so riesig vor letztes Mal, aber jetzt kommt die mir gar nicht mehr so riesig vor. Also nicht riesiger als die anderen. Ich meine, klar, riesig sind die alle, aber... Nee, das war die normale. Aber die kam mir so riesig vor das letzte Mal, wo ich die hier gesehen habe, von irgendwo da. Gott. Aber voll hässlich. So. Okay, da müsste ich wahrscheinlich hinsippen. Geht das überhaupt? Ist das schräg genug? Ich gucke mich erstmal weiter um ein bisschen. Boah. Also der Trick ist es wirklich erst zu springen und dann ganz schnell auf W zu drücken. Sonst geht das nicht. Ich muss da hinten auf das Gebäude und bin jetzt hier. Meine Güte, hier machst du was mit. Gott, aufpassen hier. Wo läuft denn hier das Radio? Ach, was soll. Wuhu! Yay! So, here we are. Aha, war ich hier schon mal drin? Ich denke doch. Ich dachte, ich wäre hier schon mal drin gewesen. Das ist doch das Gebäude, aus dem ich die Ratte gesehen hatte.
So, doch, hier war ich doch. Dann ist auch dieses Bürogebäude. Ach, was bin ich denn jetzt schon wieder hier? Gibt es hier noch irgendwo was Kaputtes? Ich muss da hinten in das Gebäude. Treppenhaus kann ich auch nicht benutzen. Billard kann ich auch nicht spielen. Ah, jetzt war ich so froh, mal ein Stück weitergekommen zu sein, da oben. Über den Dächern der Stadt. Oh, ei. Okay. Hier ist auch was kaputt. Das ist nicht der gleiche Raum von gerade, oder? Nein. Das ist er definitiv nicht. Aber wenn ich da raus springe, dann bringt mir das wahrscheinlich nicht sehr viel. Außer wieder einen sehr weiten Flug. Ich kann ja leider nicht hier weiter gucken. Ich würde ja gern. Kann ich von da gucken? Nee, da ist nichts. Kein Sims. Also außer dieses schmale Ding mal wieder. Und ich kann mir nicht vorstellen, das Ziel des Spiels ist, dass ich mich da überall durchtue. Das glaube ich einfach nicht. Das will ich auch einfach nicht glauben. Da kann nicht sein. Ach, Leute, ey. Und hier war ich schon in diesem Gebäude. Das ist jetzt echt nichts Bahnbrechendes, ne? Ich fluch ganz schön viel heute, ne? Aber das regt mich auch echt ein bisschen auf gerade. Versuchen wir nochmal, uns einen Ausblick zu verschaffen. Boah, nicht weiterspringen, Mädel. Aber hier ist ja auch over und hier komme ich ja auch bestimmt nicht wieder zurück. Das heißt, ich muss einfach durch das Gebäude, weil hier schwinge ich doch jetzt einfach nur durch die Gegend, wenn ich das jetzt hier versuche, oder? Ja, noch nicht mal. Oh. Scheiße. Uhuhu. Nicht nochmal machen. Ich will dahin. Tja, Leute, any ideas? Ich, wie gesagt, ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe jetzt echt gedacht, so, dass ich bis dahin gekommen bin, das ist schon genial. Aber das ist ja auch immer noch nicht der Balkon, den ich gerade gesehen hatte, oder? Das Gebäude hat, glaube ich, gar keinen. Warte mal, ich hole mal einen Aufzug. Vielleicht habe ich ja hier irgendwo noch eine Etage. Das sind die Badezimmer. Das ist. Ja, ey, also hier ist ja was zum noch lang gehen. Und ich glaube, vielleicht sogar würde mir das ein bisschen helfen, aber ich komme da ja gar nicht hin. So ganz ohne kaputte Scheibe. Mensch, wo ist denn hier der Aufzug? Hier. Ah, das macht mich schon ein bisschen fuchsig gerade. Also ich möchte da hin, wo ich hin soll. So, fahren wir mal zu 12. Ah. Ist auch nichts Kaputtes. Tja, das Kaputteste hier bin wohl ich. Muss mehr auf kaputte Fenster achten. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hier und da noch eins war und ich das einfach nicht gesehen hatte. Aber nicht in diesem Gebäude. Boah, ey, das macht mich fertig hier, ne? Ich hätte echt nichts dagegen, wenn sie das Spiel, ich sag mal. Ja, ich sag mal, die Gegner vielleicht ein bisschen schwerer machen, aber was mich wirklich fertig macht, ist immer diese ständige Sucherei nach irgendwas. Das ist echt zum Kotzen. Und es kann ja nicht nur mir so gehen, oder? Das kann doch nicht sein.
So, sind wir wieder hier unten angelangt. Ist das hier drin? Ist das da drin irgendwie kaputt? Es wird wohl so sein, ne? Ja, da drin ist was kaputt. Ich komme hier einfach gottverflucht nicht rein. Boah. Und da, wo ich rein sollte, komme ich auch nicht rein. Und dann sagt mich, ich soll zur Plantation Area und ich weiß nicht, wo die ist. Hau ab. Ich wette, das da ist die Plantation Area und da komme ich ja auch nie rein. Und das ist doch echt zum... Daneben. Und hier würde ich auch gerne rein. Floating Fashion. Komme ich ja auch nicht rein, ne? Grrr. Was haben wir hier? Genau, und zum Friseur will ich auch. Ich war so lange auf See, jetzt wird mal Zeit. Ach, Mensch. Da, Leute, wie gesagt, ich brauche jetzt Hilfe. Wenn ihr Ideen habt oder einen cleveren Wink mit einem Zaunfall für mich, dann haut raus. Ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen, weil ich bin hier jetzt echt gerade ein bisschen lost. Es muss doch einen Weg geben, die richtige Zipline irgendwo zu erwischen. Und warum gibt es hier Ziplinen, die einen gegen Hauswände krachen lassen und dann hat man nur noch die Wahl abzustürzen? Das ist doch... Schitte. Ja, wenn ihr es denn trotzdem unterhaltsam fandet, ich fand es auf jeden Fall trotzdem eine nette Runde, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Auch wenn ich leider nicht mein Ziel erreichen konnte heute. Naja, vielleicht ja in der nächsten Folge. Hatte ich doch heute trotzdem Spaß und... Wenn ihr das auch hattet, dann gebt mir doch gerne ein Däumchen nach oben für mein Video. Boah, ey, rück mir doch nicht auf die Pelle hier. Bah. Echt jetzt? Ja, und um nicht zu verpassen, wie es hier weitergeht oder auch nicht weitergeht, abonniert doch gerne meinen Kanal. Da freue ich mich drüber. Um nicht zu verpassen, auch gerne die Glocke drücken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich die Zipline suche, die mich endlich dahin bringt, wo ich vermute, hinzumüssen. In dem Sinne wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Abend und sage mal bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.